Am Freitag ist in unseren Kinos ein Film angelaufen, den Thomas Brasch geschrieben und inszeniert hat. Er heißt Engel aus Eisen. Ein großer Teil des Films ist ja reine Fantasie. Auf Fakten beruht im Grunde genommen nur die Konstellation des jungen Bannenführers und des Scharfrichters von Berlin, der für die Besatzungsmächte Kriegsverbrecher hingerichtet hat. Es ist eine Geschichte um eine Schauspielerin. Für mich so eine sehr merkwürdige, ungeheuerliche Geschichte. Dieser Frau, die 7 Jahre lang Erfolg und die Erziehung ihres Kindes hinter sich hatte und ganz gesichert war, passiert zum ersten Mal, nachdem sie allein ist, das erste Mal eigentlich wirklich allein ist, das Kind ist weg, passiert in dieser Woche zwischen Weihnachten und Neujahr immer mehr Ungeheuerliches. Kijk naar ons of zo. Kijkt weer. Is hij dood? Is niet dood. Beweegt toch? Zie je niet? Ich habe in dieser Zeit keine Rolle gespielt. Ich war gar nicht da. Sondern ich stelle mir einfach vor, dass dass zwei Freunde, die, das kann auch heute passieren, in einer kritischen Situation einander nicht helfen. Das kann heute in einer so kleinen Geschichte passieren. Dass, wenn das mit Todesfolge passiert, dass einer länger daran zu tragen hat, als vielleicht heute. Heute kann er es viel eher wegtun.